Wände streichen ist mit einer guten Wandfarbe, gutem Werkzeug und den richtigen Vorbereitungen ganz einfach. Sogar eine zweifarbige Wandgestaltung wie diese aus den Farbtönen Kaschmir und Mokka von Schöner Wohnenfarbe ist für Selbermacher kein Problem. Ob die Wandoberfläche einen neuen Anstrich trägt, kann man ganz einfach testen. Ein kräftiges Klebeband auf die Wand kleben und ruckartig wieder abziehen. Bleibt Farbe haften, muss der alte Anstrich entfernt oder mit Tiefgrund gefestigt werden. Oder man reibt mit dem Finger kräftig auf der Wand. Wird er weiß, muss die Wand vorbehandelt werden. Bevor man anfängt zu streichen, müssen Boden und Fußleisten geschützt werden. Das geht am besten mit Abdeckfolie, die direkt auf der Fußleiste befestigt wird. Auch das Werkzeug braucht Vorbereitung. Neue Farbrollen müssen gründlich ausgewaschen werden, damit sie die Farbe besser aufnehmen und um lose Fasern auszuspülen, die sonst auf der Wand kleben würden. Wandfarbe ist eine sogenannte Dispersion. Durch längeres Stehen können sich das Lösungsmittel Wasser und die festen Farbbestandteile voneinander trennen. Deswegen gilt immer, erst rühren, dann streichen. Los geht es mit dem Rahmen um die Wandfläche im hellen Kaschmirton. Zuerst werden alle Raumecken und Ränder mit einem Eckenpinsel gestrichen, dann der Rahmen mit der Lammfellrolle. Ist er trocken, wird die genaue Rahmenbreite mit einem weichen Bleistift angezeichnet und mit Malerband abgeklebt. Damit der Rahmen randscharf wird, versiegelt man das Klebeband mit Farbe. Jetzt wird der dunkle Farbton Mokka zunächst am Klebeband entlang aufgerollt. Danach die Farbe abschnittsweise auftragen, kreuzweise verteilen und senkrecht verschlichten, was so viel heißt wie gleichmäßig ausrollen. Solange die Farbe noch feucht ist, wird das Klebeband vorsichtig abgezogen. So erhalten Sie eine makellose Kante.